Moin liebe Freunde, mein Name ist Yves, ein herzliches Willkommen zu endlich so neuen Abonnenten Wi-Fi Battles. Ich freue mich riesig. Viele haben es mir geschrieben, ich habe lange auf dem Discord mit einigen darüber mal diskutiert und ich mache wieder Abonnenten Wi-Fi Battles. Leute, und nicht nur irgendwelche. Erstens, im Stream machen wir jetzt im Moment Challenges, ihr könnt gegen mich gebatteln. Wenn ihr gewinnt, bekommt ihr von mir ein paar Pokémon und ich nehme zum Beispiel so ein Jellybean, was Eke Jellybean ist. Also es soll ein bisschen interessant bleiben und spaßig bleiben. Jetzt ist es aber auch noch so, wir werden jetzt mit den Abonnenten-Wi-Fi-Battles ein ganz neues Format, also nicht einfügen, aber zumindest werden wir wieder Abonnenten-Wi-Fi-Battles machen, also ich gegen euch. Aber an dieser Sache möchte ich erwähnen, dass wir es so machen, jeder, der gegen mich gewinnt bei den Abonnenten-Battles, das heißt, auch wenn ihr gegen mich mal battlen wollt, kriegt von mir 3 shiny Ü-Eier, Glückseier. Das heißt, in diesen 3 Eiern, ja, sind irgendwelche shiny Pokémon drin. Da ist ein Shinux drin, Tampion, etc. Wenn ich feste Pokémon machen soll, also zum Beispiel, wenn ihr sagt, ey, die Gewinner sollen zum Beispiel von mir ein Shiny Zeraora oder sowas ähnliches bekommen oder ein Shiny Celebi. Kann man auch gerne mal machen, ja. Aber mir geht es hauptsächlich um die Eier. Das ist alles drin. Da sind Lucar, also Riolus sind da drin, Praktibike, also alles. Bisasam, Chigi, Turtok, Lumandas. Alles dabei. Das heißt, wenn ihr gegen mich gewinnt bei den Wi-Fi Battles, bekommt ihr eins von diesen Pokémon. Das heißt, wenn ihr auch mal gegen mich battlen wollt, schreibt es gerne in die Kommentare. Joint dem Discord-Server, da frage ich immer gerne nach. Und auf Twitter schreibe ich das immer. Und ich würde sagen, starten, sonst wird mein Kollege hier gleich noch extrem nervig mich anmachen, warum ich denn so lange brauche. Die Abonnenten-Wi-Fi-Battles, die ich jetzt gegen euch immer machen werde, das sind immer Start-and-Stop-Aufnahmen. Das heißt, im Endeffekt, ich werde da, wenn es geht, so wenig cutten wie möglich. Außer es sind extrem lange Battles. Wir spielen einfach einen Kampf. Ich gegen euch. Mit ein bisschen Glück kommt ihr auf ein gutes Team. Wer mich super überrascht und mich einfach richtig hart fertig macht, kriegt einfach ein paar Pokémon. Also, ihr braucht noch nicht mal ein Team ungefähr. Ihr könnt auch Leihcodes benutzen. Also, ihr könnt euch auch ein Team leihen und dann gegen mich battlen. Ich werde auf jeden Fall jetzt immer mal wieder diese Battles machen. Ich freue mich drauf, muss ich sagen. Ich freue mich wirklich drauf, weil ich habe mir überlegt, ich werde jetzt so eine Battle-Session machen, wo ich vielleicht 1-2 Stunden aufnehme, Battles aufnehme gegen euch und dann das Team immer wieder mal variiere. Das heißt, ihr werdet immer mal wieder was anderes sehen. Ihr werdet jetzt, seht ihr im Moment mein Hero 2 Team, was ich im Moment sehr, sehr, sehr gerne zocke. Und ich muss sagen, ich freue mich. Wird auf jeden Fall geil, das Hero 2 Team. Ich mag das sehr gerne spielen und wir spielen jetzt erst gegen Nico. Wird interessant. Und wir spielen immer nach offiziellen VGC-Regeln. Also wir spielen immer Doubles, also bitte beachtet das auch, wenn ihr gegen mich battlen wollt. Und ich würde sagen, let's go. Ich freue mich drauf. Es wird geil. Mal gucken, was er uns entgegenwerfen wird. Mal gucken, ob ich mit dem Hero 2 Team ein bisschen was reißen kann. Oder nicht. Ich lege sie fest. Und damit starten wir dann auch schon auf Serie Nummer 4. Es wird interessant. Mal gucken. Mal gucken, ob er sich hier 3 Eier verdienen kann oder nicht. Wird interessant, wird interessant. Also ich habe mehrere Teams, wie gesagt, ich habe mehrere Teams mittlerweile alle ready. Muss ich echt gerade sagen, ich habe richtig, richtig viele Teams mittlerweile ready. Holy shit. So, ich nehme das Standard-Team, was ich im Moment sehr, sehr gerne zocke. Und wir starten. Let's go. Good luck, have fun an Nico. Ja. Er spielt hier Zwirklub, Melotic. Despotar. Ich muss gerade überlegen. Despotar. Akali. Das ist ein relativ solides Team. Da muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil ich habe 2 Monster, die mir extremst gefährlich werden könnten. In Anführungsstrichen. Die würden mich extremst gefährlich werden. Meistergriff wird mir gefährlich. Und Melotic könnte mir gefährlich werden an dieser Stelle. So, let's go. Ich weiß, was ich zocke. Wir leaden mit Dragapult. Aus dem einfachen Grunde, wir können mit Dragapult auf alles reagieren. Das heißt, wir können mit Zwirklub auf den Dynaspuk, also wenn Zwirklub Lead kommt, auf den Dynaspuk gehen. Wenn Melotic kommt, können wir halt auf einmal auf eine Dynadüse gehen und können mit Gortrum zusammen in der Kombination halt direkt einen Holzhammer raushauen. Wenn Akani kommt, können wir halt auch wieder einen Drachenattacker, Dynawin aufrufen. Das heißt, Akani macht weniger Damage. Das einzigste oder schlechteste Lead wäre für mich hier mit Togekiss zu leaden, aber ich glaube nicht, dass er das macht. Obwohl mit Togekiss kann er halt safe leaden, weil er mit Togekiss mich halt easy enden kann. Und halt auch wenn Meistergriff als Lead kommt, ist es halt auch für uns ein relativ guter, safer Lead, weil wir können mit Katapultra gut was machen. Und auch Gottrum kann das Ding wieder ein bisschen nerven. Also wir stehen hier, ich muss sagen, so schlecht stehen wir gar nicht da. Auf geht's, let's go.
Good luck erfahren, mein Junge. So, Nico, auf geht's. Ich bin gespannt. Wie gefällt euch übrigens der neue Zicke, neue Rahmen? Ich bin jetzt immer, warte, muss ich überlegen. Da ist immer mein Team. Hier, an dieser Stelle, hier unten. Da. Da ist mein Team. Und da ist das immer vom Gegner. Ich finde es eigentlich ganz cool. Okay, er leadet genauso, wie für uns das am allerschlechtesten ist an dieser Stelle. Melotic-Lead und auch Togekiss-Lead. Nicht so nice an dieser Stelle für mich. Wir gehen in die Dynamax-Form. Gehen auf eine Düse. Und ich nehme direkt Melotic raus, weil Melotic könnte mir noch ein bisschen gefährlich werden. Weil ich kann immer noch mit Hoplo, beziehungsweise mit Libero, immer noch das Togekiss handeln. Ist immer noch möglich. So, wir gehen direkt in die Dynamax-Form. Mal gucken. Ich habe übrigens extra mich entschieden, VGC-Bälle zu bringen. Nicht, weil ich einfach nur VGC zocken will, weil es für mich einfach unmöglich ist. Ich habe jetzt ein paar Mal versucht, auch im Stream wieder Singles-Bälle zu machen. Es klappt einfach wegen diesem Timer fast nicht mehr vernünftige Single-Bälle zu machen. Und deswegen, wie gesagt, nimmt es mir nicht übel. Es tut mir sehr, sehr, sehr leid. Ich würde auch gerne ab und zu mal wieder Singles-Battle machen. Es wird aber nicht mehr funktionieren. Deswegen werden wir die Abonnenten-Wi-Fi-Battles immer schön auf VGC-Format spielen. Ich freue mich drauf. Ich freue mich wirklich drauf, weil es ist geil. Es macht Bock. Ich habe da Spaß dran. Und es gibt mittlerweile auch sehr, sehr viele in der Community, habe ich gesehen, auf Twitch zum Beispiel auch, die immer mehr VGC zocken. Und deswegen finde ich es halt ganz, ganz cool. So, wir greifen Melotic an. Sollten es eigentlich jetzt rausnehmen können mit Gortrum direkt, instant. Das Problem ist, wenn er uns quitten sollte, also Superluck direkt kommt, sind wir auf jeden Fall safe raus, kann ich so schon sagen. Deswegen hoffe ich jetzt ein bisschen, dass das vielleicht nicht der Fall ist, weil dann könnte ich überleben. Oder er ist auf Gortrum gegangen, weil er halt meine Phantomkraft predicted. Wäre okay. Er geht auf die Düse, oh nice, perfekt, er geht auf Gortrum. Er hat es predicted, perfekt. Sehr schön. So. Sehr, sehr schön. Jetzt muss ich nur dieses fucking Togekiss irgendwie hitten. Ich weiß aber noch nicht wie. Aber ich muss es hitten. Akani kommt, okay. Ich muss jetzt ein bisschen überlegen. Bedroher. Das Problem ist, ich mache ein Protect, also ich drücke jetzt Protect, weil ich hoffe, dass er mein Gortrum rausnimmt so ein bisschen. Ich hoffe, dass er Gortrum einfach rausnimmt. Hoffe ich jetzt wirklich. Ich würde mich sehr freuen, wenn er Gortrum rausnehmen sollte, weil ich will Libero reinbringen, weil Libero. Ja gut, so geht's auch. Passt, easy. Bitte, Akani. Nice, sehr schön. Ist es Scarf? Oder ist es automatisch immer schneller? Das weiß ich jetzt echt gerade gar nicht. Holy shit. So. Wir werden nämlich jetzt auf unser tolles Libero gehen, weil wir können immer noch Akani mit Primarena handeln. Deswegen gehen wir jetzt auf Libero, werden Dynar Spuk drücken. Dadurch droppt er automatisch in der Verteidigung und ein Eisenschädel sollte im besten Fall ausreichen, um ihn rausnehmen zu können. Ich hoffe, das klappt. Let's go. Ich könnte auch auf einen Dynar auf einen. Oh lol, nein, ich hätte eigentlich auf einen Dynar Dynar-Düse gehen müssen. Weil er sonst schneller ist als ich. Oh no. Ich predict jetzt einfach, dass er auf Dragapult geht. Also wenn er jetzt gleich auf Libero geht, ist es für mich ein verdammt schlechtes Setup gerade. Nice. Ja. Nice. Woo. Geil. Ja. Das ist gut, Leute. Woo. Nice. Das ist richtig gut. Okay. Wir können ihn jetzt rausnehmen, weil wir kriegen erst unseren Boost. Er kann uns nichts mehr machen. Wir haben jetzt den Schwächenschutz-Boost bekommen. Wir taggen den Hit, weil er nicht gequittet hat. Und hätte er uns rausgenommen, wäre das völlig okay gewesen. Aber ich kann jetzt halt automatisch Togekiss rausnehmen. Er kann Akani nicht mehr switchen. Es wäre völlig okay gewesen. Also, wäre er jetzt, ne? Also, hätte er uns gequittet,
auf Dragapult wäre das völlig okay gewesen, weil ich wollte, dass Dragapult stirbt. Ich wollte einfach nur, dass Dragapult einfach den Verteidigungsdrop nochmal rausholt. Es kommt Despotar rein und Despotar hat Riesenprobleme, weil ich habe Primarene noch da. Und ich habe einen fucking Torgekiss, einen fucking Lieberlo, was einen Turmkick im Set hat. Holy shit, das ist jetzt, oder das tut jetzt extremst weh, mein Junge. So, Akani hat gerade Protect gemacht. Das heißt, er wird eigentlich nicht nochmal protecten. Deswegen mache ich einfach mal... Ja, doch, oder? Ja, doch, wir machen den Play, komm. Weil, im Endeffekt, ich kann ihn rausnehmen. Gott. Ich nehme ihn raus. Ich nehme ihn raus, komm schon. Ich nehme ihn raus. Bin bei plus 2, ist bei minus 1. Drachenpfeile macht Double Hits. Das reicht safe. Ich nehme ihn nicht raus. Oh mein Gott, Lieberlo. Oh mein Gott. Oh, Lieberlo stirbt nicht, aber es ist trotzdem sad, Alter, dass der Turmkick misskommt. Oh, das ist sad. Sad it, Alter. Ich schwöre, das ist schon ouch. Das ist ouch. Okay, ich habe immer noch Primarene. Primarene overall, mein Geist. Ich kann noch zwei Hits überleben. Er muss jetzt auf jeden Fall angreifen. So, jetzt habe ich zwei Möglichkeiten. Erstens, ich kann auf den Aquahaupt-Bitze gehen, um das Despotar rauszunehmen. Wäre eine Möglichkeit. Das wäre mein Step-Move overall. Oder wir gehen auf eine Mondgewalt. Die dürfte im schlechtesten Fall nicht ausreichen, um ehrlich zu sein. Da habe ich ein bisschen die Befürchtung. Deswegen gehen wir auf eine Aquahaupt-Bitze. Aquahaupt-Bitze. Ich weiß es gerade gar nicht. Auf jeden Fall gehen wir auf die Aqua-Attacke. Auf die Wasserattacke, weil die super krassen Damage macht. Ich habe ein bisschen Befürchtung, wenn er das Hultwehr spielt, dass er mich mit Despotar immer noch hinnehmen kann. Und Akani kann halt protecten jetzt an dieser Stelle. Ich nehme Akani raus, sehr schön. Das heißt, ich bin safe. Er wird mich jetzt wahrscheinlich rausnehmen. Er wird mich wahrscheinlich rausnehmen. Weil er schneller ist. Okay, jetzt kommt Steinhagel. Bitte kein Miss. Bitte kein Miss. Bitte kein Flinch. Bitte kein Flinch. Bitte kein Flinch. Und kein Miss. So. Kein Flinch und kein Miss. Bitte. Ja, es trifft. Und es reicht. Boom. Weg ist es. Sehr schön. GG. 1-0 gewonnen. Knappes Match. Das hat er gut gemacht, Leute. Lasst in den Kommentaren ein dickes GG an Nico da. Hat er gut gemacht. Und wenn ihr auch mal gegen mich battlen wollt und ihr Bock darauf habt und ihr gerne mal auf YouTube zu sehen sein wollt und um euch Freunden zu sagen, ey, guck mal, ich bin da gegen Eve, schreibt mich gerne an, schreibt mir in die Kommentare, joint dem Discord-Server und wenn ihr gewinnt, denkt dran, ihr bekommt von mir 3 Shiny Glückseier, alles mögliche ist da drin, Shiny Ü-Eier nenne ich die auch gerne immer, könnt ihr benutzen, sind auf jeden Fall gute Mons drin. Vielen, vielen Dank fürs Zusehen, bis zum nächsten Mal und tschüss. Krass, und da sind wir auch schon wieder am Ende des Videos. Wenn es dir gefallen hat, lass doch einfach mal ein Abo da. Links und rechts findest du noch eine Playlist, die dir vielleicht gefallen könnte. Würde mich riesig freuen, wenn du da mal vorbeischaust. Und wenn nicht, dann schreib doch einfach mal einen Kommentar. Würde mich da auch drüber freuen. Und ansonsten, bis zum nächsten Video.